Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Präsident, geschätzter Herr Vizekanzler, liebe Mitglieder der Bundesregierung, sehr geehrter Herr Parlamentspräsident, ich darf Sie auch ganz herzlich in Österreich begrüßen und habe vielleicht die Möglichkeit, jetzt auf das zu antworten, was der Abgeordnete Greiner gerade ausgeführt hat. Geschlossen hat er mit den Worten: ohne Anstand, ohne Respekt, ohne Moral, das ist Ihr Charakter. Um mir dann im nächsten Satz persönlich alles Gute zu wünschen. Ich kann Ihnen nur sagen, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, als Regierungsmitglied, insbesondere als Bundeskanzler, gerade in Zeiten einer Pandemie, in Zeiten einer Weltwirtschaftskrise, da trifft man täglich schwierige Entscheidungen. Man hat täglich die Aufgabe abzuwiegen zwischen Gesundheitsschutz auf der einen Seite und dem Recht von Schülerinnen und Schülern in die Schule zu gehen auf der anderen Seite. Man hat die Aufgabe abzuwiegen zwischen dem Schutz von Risikogruppen und dem Eingriff in Freiheitsrechte auf der anderen Seite. Und bei all diesen Entscheidungen wissen wir stets in der Bundesregierung, egal wie wir uns entscheiden, es wird Kritik seitens der Opposition geben. Und wissen Sie was, sehr geehrte Damen und Herren, das ist fordernd, ich gebe das zu. Zu wissen, egal wie man sich entscheidet, man wird kritisiert. Aber es ist auf der anderen Seite auch wichtig, weil der demokratische Diskurs, auch das Fordern einer Regierung, das Kritisieren von Entscheidungen, das ist ganz wesentlich in einer liberalen Demokratie. Dass man persönlich attackiert wird, dass man persönlich angegriffen wird, das gehört anscheinend auch dazu. Und ich gebe zu, man muss einiges aushalten, aber ich habe mich in all den Jahren der Spitzenpolitik ganz gut daran gewöhnt. Aber die letzten Tage, Wochen und Monate haben aus meiner Sicht einen neuen Höhepunkt in der Art und Weise der Debatte gebracht. Denn es geht überhaupt nicht mehr um den Wettbewerb der besten Ideen. Es geht nicht einmal mehr darum, die Entscheidungen anderer zu kritisieren, sondern es geht absolut und ausschließlich nur darum, andere zu diffamieren, zu beschädigen und irgendwie zu vernichten. Und die Taktik ist ja eine eindeutige. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist doch offensichtlich, dass so etwas sogar schon manchen Parteiobleuten der Opposition selbst zu schmutzig ist. Es ist nicht einmal mehr die Parteiobfrau Randy Wagner, die selbst diese Rede hält, sondern es werden Personen wie der Abgeordnete Greiner ausgewählt, die dann über andere sagen, ohne Anstand, ohne Respekt, ohne Moral, das ist Ihr Charakter. Eine Art und Weise der Selbsterhöhung der eigenen Person, der eigenen Partei, die nichts mehr mit demokratischem Diskurs zu tun hat. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie sich mit den Österreicherinnen und Österreichern unterhalten, dann werden Sie feststellen, dass die Masse der Menschen sich gerade die Frage stellt, wie schaffen wir es, die Pandemie zu überwinden? Wie schaffen wir es, gut das wirtschaftliche Comeback zustande zu bringen? Und wie schaffen wir es vor allem Menschen, die ihren Job verloren haben, wieder in Beschäftigung zu bringen? Trotzdem beschäftigen wir uns hier im Parlament mit dem sogenannten Ibiza-Untersuchungsausschuss. Und obwohl ich zugeben muss, dass diese Thematik mich mittlerweile ein Stück weit emotionalisiert, versuche ich trotzdem einmal zunächst das anzusprechen, was uns verbindet. Es verbindet uns meiner Meinung nach parteiübergreifend ein klares Bekenntnis zum Rechtsstaat und ein klares Bekenntnis zur parlamentarischen Kontrolle. Und ja, Urschüsse
können ein wesentlicher Beitrag zur parlamentarischen Kontrolle sein. Was uns trennt, sehr geehrte Damen und Herren, ist die Art und Weise, wie der Ausschuss angelegt wird. Es geht nämlich, und ich war selbst dort als Auskunftsperson geladen, nicht mehr um Wahrheitsfindung, sondern einzig und allein um die Vermehrung des politischen Gegners. Ich bin selbstverständlich meiner Pflicht nachgekommen, dort als Auskunftsperson zur Verfügung zu stehen. Ich habe wahrheitsgemäß geantwortet und nach bestem Wissen und Gewissen dort agiert. Was ich auf der anderen Seite erlebt habe, waren Unterstellungen, wie jetzt gerade, verbunden mit Suggestivfragen und am Ende des Tages mit dem Versuch, einem das Wort im Mund zu verdrehen, und die entsprechenden Anzeigen wurden selbstverständlich mitgeliefert. Geschätzte Damen und Herren von der Opposition, es ist Ihre Entscheidung, wie Sie Oppositionspolitik betreiben. Es ist auch Ihre Entscheidung, welchen Stil Sie für passend empfinden. Es ist auch Ihre Entscheidung, wie weit Sie gehen wollen, dabei andere herabzuwürdigen und schlecht zu reden. Aber Gott sei Dank, sehr geehrte Damen und Herren, leben wir in einer Demokratie. Und das ist das Gute. Und Herr Abgeordneter Greiner, Sie haben von Macht gesprochen. Die Macht in Österreich, die liegt bei den Wählerinnen und Wählern. Und dort genügt es Gott sei Dank nicht, andere zu diffamieren und schlecht zu reden, sehr geehrte Damen und Herren. Und nachdem mein Team und ich zweimal bei Wahlen in Österreich gewählt worden sind, möchte ich heute das Versprechen abgeben, dass wir erstens diese Methoden als Volkspartei sicherlich nicht übernehmen werden. Und zweitens, wir werden uns auch sicherlich nicht davon abbringen lassen, daran zu arbeiten, wofür wir gewählt sind, nämlich im Moment die Pandemie zu bekämpfen, das wirtschaftliche Comeback zustande zu bringen und die Menschen wieder in Beschäftigung zu bringen, die ihren Job verloren haben. Und abschließend, sehr geehrte Damen und Herren, ist mir eines wichtig. Der Herr Abgeordnete Greiner hat am Ende gesagt, er kann sich vorstellen, dass das nicht ganz angenehm ist, wenn man Beschuldigter ist. Er hat nicht dazu gesagt, wer mich angezeigt hat. Er hat dann weiter ausgeführt, dass er mir persönlich alles Gute wünscht. Ob ich ihm das abnehmen kann, das weiß ich nicht. Aber eins ist mir schon wichtig festzuhalten. So mühsam und so schwierig die letzten Tage auch waren, so dankbar bin ich für die unzähligen Rückmeldungen, die ich erhalten habe, nicht nur von Wählerinnen und Wählern der Volkspartei, sondern auch von vielen, die eigentlich ihre Parteien gewählt haben und die mir gesagt haben, dass sie diesen Stil in der Politik weder gutheißen noch unterstützen wollen, sehr geehrte Damen und Herren. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich komme jetzt zur Beantwortung der an mich gerichteten Fragen. Zur Frage 1 und 47 möchte ich festhalten, dass bereits Ihre Frage unterstellend ist. Ich habe im Untersuchungsausschuss nach bestem Wissen und Gewissen die Wahrheit gesagt. Zu Frage 2 und 3. Ich habe dazu schon öffentlich Stellung genommen und auch Gespräche mit den betroffenen Personen geführt. Zu Frage 4 und 5. Seitdem ich politisch tätig bin, hat es immer einen Alleinvorstand in der Beteiligungsverwaltung gegeben und das ist daher auch nichts Ungewöhnliches. Zudem liegt die ÖBAG im Verwaltungsbereich des Finanzministeriums und alles Weitere habe ich bereits im Urschuss beantwortet und ist im Protokoll zur Befragung nachzulesen. Zu den Fragen 6 bis 17. Die Bestellung der Aufsichtsräte in der ÖBAG ist laut Bundesministeriengesetz eine Aufgabe des Finanzministeriums und der Finanzminister hat diese Entscheidung auch getroffen. Wie im Urschuss bereits ausgeführt, wird man bei Aufsichtsratsbestellungen als Bundeskanzler von Minister zu Minister unterschiedlich, manchmal mehr, manchmal weniger informiert.
Grundsätzlich treffen die Minister, die zuständig sind, ihre Entscheidungen. Im Regelfall werde ich danach informiert, manchmal werde ich vorher um die Meinung gefragt. Wichtig ist, dass die Personen immer qualifiziert sind. Ich schreibe und erhalte täglich hunderte Nachrichten und habe mindestens ein Dutzend Termine und führe ebenso viele Telefonate pro Tag. Ich bitte daher um Verständnis, dass viele dieser Themen bereits Jahre zurückliegen und ich mich nicht im Detail an jedes einzelne Gespräch erinnern kann. Zu den Fragen 18 bis 20. Für die Bestellungen in Unternehmen mit Beteiligung der Republik sind die jeweils zuständigen Gremien verantwortlich. Man trifft in einer Regierung täglich Vereinbarungen, jeder Minister, die Regierung als Ganzes. Insbesondere, was die Aufsichtsräte betrifft, gab und gibt es ja auch die Idee, jetzt und auch in der Vergangenheit in verschiedenen Koalitionen eines Kontrollrechts mit rund einem Drittel der Aufsichtsräte für den Koalitionspartner, der nicht zuständig ist. Zu Frage 21, nein. Zu Frage 22 bis 23, es ist mir seit Dienstagabend bekannt und ich wurde vom Anwalt der Volkspartei informiert. Zu Frage 24 bis 29, 33 und 41. Die Interessen der Republik bei den Casinos Austria werden seitens der österreichischen Beteiligungs AG wahrgenommen und die Entscheidungen über die Vorstandsbestellungen werden im Aufsichtsrat getroffen. In meiner Tätigkeit als Bundeskanzler führe ich täglich sehr viele verschiedene Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens in Österreich, wo unterschiedlichste Themen auch erörtert werden. Die Vorwürfe und Unterstellungen gegen Gernot Blümel, die in diesem Zusammenhang erhoben werden, entbehren jeder Grundlage und sind falsch. Bester Beweis dafür ist, dass es keine Spende der Novomatic an die ÖVP-Bundespartei in meiner Zeit als Bundesparteiobmann gab. Grundlage für die Arbeit in der Bundesregierung ist das Bundesministeriengesetz und die dort geregelte Kompetenzverteilung. Zu Fragen 30 bis 32. Ich habe weder mit Herrn Graf noch mit Herrn Neumann noch mit sonst irgendjemandem, den ich in der Novomatic zuordnen würde, in den letzten Jahren über Spenden gesprochen. Ich habe auch als Bundesparteiobmann keine Spenden von der Novomatic angenommen. Zu Frage 34 bis 38. Nach dem Ausscheiden aus dem Bundeskanzleramt wurde entsprechend den Vorgaben des Bundesarchivgesetzes relevantes Schriftgut dem Staatsarchiv zur Aufbewahrung übergeben. Den Anfragen des Untersuchungsausschusses wurde im Bundeskanzleramt immer im Rahmen der geltenden Gesetze und der jeweiligen Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs entsprochen. Zu Frage 39, nein, die Vergabe von Aufträgen ist Zuständigkeit der jeweiligen obersten Organe und deren Organisationseinheiten. Zu Frage 40, Fragen zu Dienstleistungen, die das BKA vergibt, beantworte ich regelmäßig in parlamentarischen Anfragen. Zu Frage 42 bis 43, ich habe mit Thomas Schmidt nach wie vor in unregelmäßigen Abständen Kontakt. Er ist nach wie vor Vorstand in der ÖBAG. Zu Frage 44, ich weiß, dass der Herr Nationalratspräsident mit vielen Menschen täglich in Kontakt ist und zu vielen Spitzenbeamten in dieser Republik ein gutes Verhältnis pflegt. Zu Frage 45, durch das Mobile Device Management ist sichergestellt, dass auf dienstliche Ressourcen nur von definierten Geräten zugegriffen werden kann. Ich bitte um Verständnis, dass aus Gründen der Sicherheit keine Angaben über Synchronisationsschnittstellen bzw. Maßnahmen zur Absicherung der Geräte in öffentlicher Sitzung gemacht werden können. Festgehalten werden kann, dass im Bedarfsfall technische Mittel vom Ressort zur Verfügung gestellt werden. Zu Frage 46, ich habe mich nie bereichert, das ist ein Faktum und bedarf aus meiner Sicht auch keiner weiteren Erklärung. Zu den Fragen 48 und 49, diesbezüglich darf ich auf die parlamentarische Anfrage Nummer 3099J verweisen. Wie in der Beantwortung ausgeführt, liegt archivrelevantes Schriftgut in der Regel entweder in entsprechend gekennzeichneter Papierform, elektronisch im ELAG oder in für die Archivierung aufbereiteten Datenbeständen von Fachanwendungen vor. Folgende Vorschriften finden dabei Anwendung: Bundesarchivgesetz, Denkmalschutzgesetz, Bundesarchivgutverordnung, Büroordnung 2004, Datenschutzgrundverordnung und Datenschutzgesetz. Zur Frage 50, auch diese Frage ist eine einzige Unterstellung und zeigt einmal mehr, dass es Ihnen nicht um Objektivität und Sachpolitik geht, sondern nur um Anpatzen und Skandalisieren. Vielen Dank. Sagt der Bundeskanzler Sebastian Kurz von der ÖVP. Generell wehrt er sich gegen Vorwürfe im IBZU-Ausschuss, nicht die Wahrheit gesagt zu haben. Die Fragen, die Sebastian Kurz jetzt beantwortet haben, die können Sie im Internet nachlesen. Die Anfrage der SPÖ ist dort zu sehen.